Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute stelle ich euch mal vor, welche Schätze ich mal wieder auf der Auktion zuletzt geschossen habe. Und wir reden mal ein bisschen, was hat es gekostet, was gibt es Neues und wie schmeckt dieser Tropfen hier. Den gucken wir uns gleich mal an, von Gordon & McPhail, ältere Abfüllung. Whiskys auf der Auktion schießen, ihr seht schon, hier neben steht schon so ein bisschen, ich gehe gleich ein bisschen drauf ein, ich schenke mir aber den ersten Tropfen mal ein. Ich habe wieder auf der Auktion was geschossen und es ist aber die März-Auktion gewesen, im April habe ich jetzt gar nicht zugeschlagen. Im März wieder ein bisschen ein paar Eindrücke, was habe ich geschossen, wie war so mein Gefühl, also bei Krüger Whisky Auction, da habe ich probiert was zu holen und ja. Hier aufgemacht, nachdem er angekommen ist, ein Milton Duff, Space Side Brennerei 1824, 5,5 bis 6 Liter, 6 Millionen Liter fast, irgendwie 5,8, 5,7, 5,8 haben die, glaube ich, steht in dem Buch, was weiß ich, was dies Jahr ist, die werden ja nicht großartig aufgestockt haben. Milton Duff ist eine Brennerei, die hat man eher nicht so häufig auf dem Radar und das ist jetzt auch so ein interessanter Punkt, warum kaufe ich mir einen Milton Duff auf einer Auktion, na, kann man sich jetzt fragen. Mir ging es hauptsächlich ums Label. Optisch gesehen, diese älteren Gordon McPhail Abfüllungen, das ist zum Beispiel so eine Abfüllungsreihe, von denen habe ich immer mal wieder auf Messen was probiert, aber es ist ein Conval Moore und was weiß ich, Colburn und so ein Spaß. Aber so richtig, dass ich sage, die hatte ich bei mir im Schrank stehen, hatte ich nicht. Und deswegen wollte ich unbedingt mal so diese Abfüllung haben. Ne? Hier vorne das Etikett, ich probiere das dann einzublenden, hier hinten so relativ die technischen Daten im großen Überblick. Das ist eigentlich das, was ich machen würde, wenn ich Whisky abfüllen würde. Vorne das Label hier, total datenüberladen. Hier hinten eher so sauber. Ich glaube, ich würde gucken, dass ich sauber die Daten drauf kriege. Hinten und vorne einfach nur ein cooles Bild. Ne? So in die Richtung, wenn ich mal wieder was abfüllen sollte. Müsste ich eigentlich mal machen. Viel zu oft gedrückt. Ist halt einfach Arbeit. Ja. Und Geld verdiene ich damit ja nicht. Also, Gordon McPhail, älteres Label, Milton Duff, 1991 wurde diese Flasche destilliert und 2009 gebottelt. Hier war auch wieder so der Charakter, 11 Jahre, man sieht so, das war so 2009, gab es noch diese Labels. Es ist unglaublich, wenn man überlegt, wie alt der Whisky ist, also der ist jetzt so um die 18 Jahre. Und, oder genau, 18 Jahre, hinten steht es drauf, 15.06.2009 bis 11.12.1991. Müssen wir zählen. Achso, ist andersrum. 91 destilliert, 2009 abgefüllt. Falsch vorgelesen. Aber 9 Jahre, nochmal 9. Nicht ganz. Dann ist er 17 Jahre. Refill Cherry Hogshead. Ich denke, das sieht man auch so ganz krass an der Farbe. 17 Jahre Cherry Hogshead. So, und jetzt ist die interessante Frage, was hat das gekostet? Ne? Wir sind ja so ein bisschen auf diesem Auktionsflair. Warum kauft man das? Achso, einen Rahmendaten habe ich vergessen, bevor ich zum einen, wann wies February 2009, also für niederländischen Markt. Da sieht man, da kommt immer mal hier und da was rein. Und der hat 60,9%. Das heißt, können die Pipette hier einmal voll schießen. Und er braucht guten Schuss, habe ich gemerkt. Kann man da schon echt einiges am Wasser reinmachen. Also wir kriegen 1,5 Flaschen raus, muss man mit einpreisen natürlich. Und ich habe, letztes Mal hatte ich glaube ich so ein bisschen grob überschlagen und dann hatte ich irgendeine Gebühr vergessen. Man kauft eine Flasche und da kommt dann nochmal eine Gebühr drauf auf diese Flasche. Das ist dann so diese Servicegebühr. Dann kommt zu den Flaschen nochmal eine Verpackungskosten. Die reden von 3 Euro pro Flasche. Und dann kommt nochmal Versand drauf, abhängig wie viele Flaschen man gekauft hat. Ich hatte jetzt 5 Flaschen gekauft, das heißt, wir haben 15 Euro, 5 mal 3 pro Flasche und dann nochmal 10 Euro, 9,50 Euro, um genau zu sein, Versand. Und ich habe das hier alles mal zusammengerechnet und nicht pauschalisiert, sondern wirklich, also diesen Versand, die 3 Euro und die Gebühr je Flasche ausgerechnet. Und dann kommt man da immer auf den Preis. Ja. Und diese Flasche hat gekostet 108 Euro. Für einen 17-jährigen Whisky, der irgendwie 2009 abgefüllt wurde, also finde ich das vollkommen okay heutzutage, wenn ich überlege, 17, 18 Jahre unabhängig abgefüllt,
kommt halt mit relativ viel Alkohol daher. Das war so ein bisschen so das Problem. Aus dem Sherryfass. Ja. Und ja, wenn man dann überlegt, 108 Euro klingt erstmal so, okay, dann kommen die 3 Euro drauf, dann die 10,80 Euro für Versand und für die Gebühr. Und dann nochmal 1,90 Euro für den Versand, genau. Also 3 Euro, 10,80 Euro für die Gebühr, von, also 10%, ne, 108, 10,80 Euro, 3 Euro Versand und ein, also für die Flaschenverpackung des Versands und dann nochmal 1,90 Euro für den Versand, dass es auch transportiert wird. Dann sind wir bei 123,70 Euro für die Flasche. Ne? Also 120, 125 Euro. Da fragt man sich, lohnt sich das noch? Das ist aber dieser Preis, wo wir heutzutage so Abfüllungen sehen. Ist die Frage, wird es günstiger? Ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen muss, ist das wirklich noch ein super interessanter Kauf? Ja, wir reden hier drüber, ich kaufe die Flasche blind, ich habe sie vorher nicht probiert. Ich muss 17 Jahre Sherryfass, fast stark. Gibt es günstiger? Ist aber schon so mittlerweile der Marktpreis bei 18-Jährigen, wenn ich sehe, teilweise es gibt 18-, 19-Jährige, unabhängig Gordon und McPhail. Heutzutage, Gordon McPhail, ne, das ist jetzt diese Reserve Range mit dem Label, ist ein älteres Etikett. Dann ist das zu dem, was heute abgefüllt wird, teilweise 160, 170 Euro für einen 18-Jährigen von Gordon McPhail. Finde ich es okay. Ja. Dafür, dass es ein Blindkauf ist und ich quasi die Katze im Sack kaufe, ist es auch wieder so ein bisschen grenzwertig. Warum mache ich es trotzdem? Weil das ein Hobby ist und wir haben Spaß dran und ich mache die Flasche auf und dann trinkt man daraus und danach denkt man sich, wow, warst du ein Idiot oder ja, guten Glücksgriff gehabt oder so. Ne? Natürlich geht man so ein bisschen nach den Rahmendaten her. Miltendorf ist eher unabhängig. Ich finde Miltendorf hatte ich immer mal wieder welche. Ne? Also das ist jetzt keine Brennerei, wo ich irgendwie eine schlechte Assoziation habe. Von daher werden wir gleich mal sehen. Ich lasse den hier nochmal ein bisschen stehen. Das war eine dieser Abfüllungen, die ich geshoppt habe, sozusagen. Und es ist halt auch der Punkt, es gab einige Abfüllungen, auch ein paar Blends, die ich kaufen wollte, wo ich dachte, wow, was ist los mit den Leuten? Ne? Man hat Johnny Walker, Black Label, so ein Punkt, da dachte ich, oh, interessant, die hatte ich immer mal länger beobachtet. Kennst, ich habe ja schon ein paar Auktionsvideos gedreht, da waren die eine Zeit lang 50 Euro, 60 Euro, da dachte ich, wow, für 60 Euro, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt, wo man bieten kann, wo man denkt, so jetzt kommt es auf die letzte Viertelstunde, waren die Dinger auf 98, 96 Euro für so Johnny Walker Black Label aus den 60ern, wo man merkt, das ist anscheinend der neue Marktpreis. Das hat aber nichts mehr damit zu tun, was man sich da kauft. Also preislich gesehen, das ist halt Historie. Klar, wir reden 10 Jahre weiter, der Markt beobachtet die letzten 5, 6 Jahre und irgendwann kommt dieser Schwung. Ne? Wenn wir 2020, wir gehen zurück in die 60er, das sind fast 60 Jahre. Dafür, das muss man sich nochmal so ein bisschen in den Punkt oder ins Gewissen vor Augen halten, wollte ich sagen. Es ist einfach so, früher hatten wir extrem viel Whisky auf dem Markt. Und Whiskys aus den 70ern, 60ern, 50er Jahren waren noch kaufbar. Man konnte da noch was erwerben. Eigentlich die letzten 5 Jahre, es gab keinen Hype da drum und es hat keiner gebraucht. Jetzt hat jeder gesagt, oh, ich will mal was Altes kaufen. Ist der Markt leergesaugt, so in dem Sinne. Ne? Das sind einfach unglaublich viele Jahre. Und wenn ich dann überlege, letztens, weißt du noch, vor ein paar Jahren stand ich dann im Whiskyladen, dachte so, eigentlich müsstest du alle Whiskys aus den 80er aufkaufen, das wird jetzt unglaublich teuer. Dann dachte ich mir, warum sollte ich das machen? Die Whiskys aus den 70ern sind viel besser, zum großen Teil. Kann man nicht so pauschalisieren, aber fand ich interessanter. Mittlerweile sind die Whiskys aus den 90ern schon abgefahren, teuer aus den 80ern, kriegst du kaum noch was. Also es ist wirklich so ein bisschen strange. Ne? Dann muss man sagen, hier 1991, Anfang 90er, für 120 Euro, 125 Euro. Was habe ich noch geschossen? Ich habe probiert, auf Imperials zu bieten. Der Zug ist auch abgefahren. Weiß nicht, ein Video zu viel gedreht. Großartig braucht man da nicht mehr hinterher schießen. 19 Jahre Imperial Closed Distillery. Weiteres Fass von denen, 46 Volumenprozente, non-chill filtert. 50157 und 50158. Zwei Fässer sind das ja immer. Der wurde dann 2014 von 95 gebottelt. Habe ich mir nochmal einen gegönnt. Letztens hatte ich ja einen von Berry Brothers gekauft und aufgemacht. Und hier
weiß ich noch, da hatte ich so um die 140 Euro bezahlt damals und jetzt die Auktion. Ich musste, um den zu kriegen, das war der einzigste, weil ich hatte echt auf fast alle geboten, wurde überall überboten und die sind dann für 160 plus weggegangen. Den habe ich hier noch für 145 gekriegt. 145 plus 3 Euro plus 14,50 Euro plus die 1,90 Euro sind wir bei 164,40 Euro. Und das ist dann der Moment, wo man sagt, warum habe ich das getan? Es kommt noch mal einiges an Gebühren drauf. Also wir reden hier 160 Euro mittlerweile, einen Closed Distillery Imperial mit 19 Jahren. Ja, 19 Jahre, 160 Euro im Vergleich zum Marktpreis. Aber da hast du meistens Fassstärke. Ist das halt etwas, wo ich sagen muss, es ist schon ein bisschen zu teuer geworden. Ja. Trotzdem habe ich Spaß drauf. Ich wollte halt einfach nochmal über meine Zeit immer mal wieder einen Imperial aufmachen. Und wenn ich einfach alle zwei Jahre ein Imperial aufreiße, einfach weil ich sie gern trinke, weil ich dieses Malzige probieren will. Apropos probieren, muss man hier den Milton Duff. Der hat so ein bisschen was Ledriges in der Nase. Was man oft so aus Cognacs kennt, so ledrig, bisschen weinig. Krass. Also wie gesagt, ich habe eine Pipette Wasser rein, weil die brauche einfach. Ledrig, Sherry, dunkel, Holz. Das ist schon so ein Nasenaromenprofil, was man heutzutage nicht mehr so häufig findet. Also ich trinke mal einen Schluck, ne? Dann sabbel ich mal weiter und zeige euch mal noch, was ich geholt habe. Das war ein Jahr. Holz, Sherry, leicht Tabak, so diese dunklen Noten. Kommt eine Würze durch, der Alkohol, cremig jetzt mit so einer Pipette. Wie gesagt, 60%, ich glaube, ich habe den jetzt vielleicht so auf so 53. Man merkt noch, dass er fast stark ist, aber diese fast 61% für das Alter ist eigentlich zu viel. Also da kann man schön spielen, dann wird der cremig, ölig. So dieses Holz, leicht malzig, kommt der Charakter noch durch. Refill Cherry Butt, ne, nach 17 Jahren. Man merkt so ein bisschen dieses runde Alter. Macht mir Spaß. Ist aber auch sehr stark in dieser Holz-Sherry-Richtung. Ne? Ist gar nicht so breit gefächert, so an Komplexität. Mal schauen, was da noch passiert. Was habe ich mir noch geholt? Asta Morris. Der kam gar nicht in der Dose daher, den habe ich da noch reingepackt. Das sieht man daran. Stimmt. Das ist hier von 2020. Habe ich noch das Etikett hier in die Dose geklebt. Der ist auf meine Glengarry 8 Jahre aus dem Rumfass war, die Dose. Aber ich habe gedacht, wenn ich schon einen habe, dann stecke ich sie in die Dose. Asta Morris, 22 Jahre Stressmill. Stressmill ist auch so eine Brennerei. Eigentlich selten im Glas. Immer mal wieder, wenn ich die Chance habe, dann älteren Stressmill zu kriegen, greife ich zu. Hat eine kleine Historie. Damals in dem True Malt Whisky-Laden, wo ich angefangen habe, da gab es einen Kollegen, der Roland sei gegrüßt, der hat immer Stressmills getrunken. Und irgendwie kam er dazu, dass wir immer Stressmills probiert haben. Und auch Stressmill hat ja diesen malzigen Charakter und das hat mir immer gefallen. Von daher, seitdem trinke ich auch immer wieder Stressmills. Ist irgendwie so auf dem Weg geblieben, ob es SMWS ist oder sonstiges, kriegt man nicht so oft. Und hier fand ich super spannend, weil das ist so eine Abfüllung auch im Preis-Leistungs-Segment. Da bietet keiner drauf. Die Springbanks, wenn ich da sehe, was da Leute bieten, verrückt, ja. Ihr kennt es selbst. Brauchen wir jetzt nicht ausführen, wenn man da die Preise sieht. Oder Abfüllung, alte Raritäten, 60er, 70er, 80er. Sobald da ein Original-Bottling drauf ist, ist da der Zug durch und da wird das wird gekauft. Und ich will den Kram ja trinken. Ja? Also mich geht es jetzt nicht um Sammeln und den Kram als Investment in den Schrank zu stellen, sondern aufreißen, Spaß haben. Und hier sieht man es. Gaia Flow. Das heißt, dieser Asta Morris war für den asiatischen Markt. Ne? Also Product Scotland selected by Asta Morris for Gaia Flow in Japan. Das heißt, es ist ein speziell für Japan abgefüllt, Asta Morris, unabhängiger Abfüller aus Belgien, 92 bis 2015, gar nicht so lange her. Aber ich dachte mir, an sowas kommst du ja gar nicht ran. Und es ist immer interessant zu sehen, welche Abfüllungen gehen denn in den asiatischen Markt. Sind die denn mega? Ist das toll? Wird da irgendwie Blödsinn hingeschoben, weil die kaufen alles. Ne? Ich weiß es nicht. Japanische Whiskys sind teuer. Abfüllungen für den japanischen Markt sind jetzt in der Regel auch nicht so super günstig. Also ist es hier wirklich interessant, einfach einen 92 bis 2015.
Also auch wieder unabhängig, 22 Jahre. Cask ist die 28, Ex-Bourbon-Fass ist das, ein reines, und Bottle 15 von 145, 48,9 Volumenprozente. Man merkt, der Alkohol ist runtergegangen. Auch wieder so ein Ding, wo ich sage, klingt echt interessant. Stressmill und 103 Euro. Also der war noch günstiger als der hier. Haben es hier mit dem Ältesten von den dreien jetzt hier zu tun, mit 22 Jahren. Und dann reden wir wieder von 10,80 Euro plus 3 Euro plus 1,90 Euro. Und dann sind wir bei dem Preis, den ich vorhin vorgelesen habe. Ach nee, 103 hat er gekostet. Entschuldigung, 103, genau. Der war günstiger als die zwei. Ist der älteste Whisky. Gut, danach den Rahmendaten, so darf man nicht gehen. Könnt ihr jetzt einpreisen, der hat ja auch weniger Alkohol. Es ist einfach Markt, ne? Was beliebt ist. Stressmill ist keine Brennerei, wo die Leute hinterherrennen. 103, also 10,30 Euro plus 3 plus 1,90 Euro. Dann sind wir bei 118,20 Euro. Auch wieder 118, 120 Euro. Und das ist so, wenn das der Auktionspreis ist, warum sollen die in den Läden runtergehen? Muss man einfach mal sagen. Und das sind schon so die Exoten, die ich mir rausgefischt habe, wo ich sage, die haben meiner Meinung nach einen guten Wert eventuell. Also ist es diese Abfüllung vom Label, weil es einfach selten ist. Ne? 2009, der steht schon ewig in den Regalen, den Kram findest du ja kaum noch im öffentlichen Markt. Closed Distillery findest du nicht mehr. Hier einen unabhängigen Abfüller, wo ich echt interessante Abfüllungen hatte und sage, den will ich einfach probieren, finde ich spannend. Dann hier noch mit dem Logo für Japan und so ein bisschen von, ja, das ist halt so ein japanisches Bild mit drin. Ist jetzt nicht super hochwertig, das Etikett. Aber es ist einfach so eine Abfüllung, denke ich mir, geil. Kommst du nie ran, ist einfach so ein kleiner Versuch und dann stimmt das vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ich 120 Euro für die Flasche ausgebe, ist es unkassbar viel Geld. Ja, bin ich bei euch. Aber das ist natürlich für das, wo man da rankommt, dann doch wieder so ein Punkt, wo man sagt, interessant, will man mal ausprobieren. Und wenn ich dann sehe, wo soll die Reise noch hingehen, also wenn der Markt nicht kollabiert, dann kommt man an solche Abfüllungen gar nicht mehr ran, dann fragt man sich, hat man halt Spaß, so ein Ding nochmal aufzumachen. Ich sabbel hier nochmal ein und zeige euch mal, mit was es jetzt weitergeht. Es macht einfach Spaß. Auf der einen Seite schöne Flaschen auf der Auktion zu schießen, die aufzurissen. Also den hatte ich auch mit einem Kumpel aufgemacht. Einfach, weil wir es probieren wollten. Und ich merke, die Luft tut der Flasche auch wieder gut. Das ist, war ein guter Glücksgriff, um so zu sagen. Und dann gibt es ja noch eine Sache. Ihr seht schon, es ist blau. Kilhomans. Ich muss weiterhin sagen, Kilhoman ist so eine Brennerei, die macht mir Spaß, die gefällt mir. Und ja, da schieße ich dann weiter. Hier haben wir nochmal ein Spring Release, das hatte ich letztes Mal auch schon geschossen. Wie gesagt, März 2020 war die Auktion. Das sind noch die Kilhomen mit den dünnen Flaschenköpfen. 46 Volumenprozente. Ja, also man, da, das ist zum Beispiel etwas, die kriegt man wie Sand am Meer. Ja, die kriegt man da. Ich hatte mal einen für 80 Euro gekauft. Rückblickend muss man jetzt sagen, naja, das war halt mal auch so ein Hype, wo die vielleicht teurer waren. Und dann habe ich hier noch ein Winter-Release 2010. Auch wieder ein Kilhomen. Der ist jetzt, könnte ich eigentlich mal nebeneinander stellen, der ist ein bisschen heller. Ich hatte die alle schon mal probiert und war von dem Winter auch wirklich, den fand ich echt schön. Und ja, hier sieht man das. Also der Winter und der Spring. Winter ist viel, viel heller. Ne? Ist klar, weil Schnee ist ja auch weiß. Und da hat es mich geärgert, da gab es die Autumn-Herbst-Abfüllung und da wurde ich überboten. Also da gab es wirklich einige und dann dachte ich so, ach Mann, warum hat er mich überboten? Also den Herbst, den muss ich mir jetzt bei der nächsten Auktion noch fischen. Spring, Summer, Winter, Herbst gab es. Summer habe ich, glaube ich, noch einen. Spring habe ich jetzt noch mal einen zu. Einer, der ist nicht mehr so viel drin. Und ja, ich glaube, dann so ein Vertical mit allen vier nochmal in groß. Ich hatte damals Pröbchen. Fand ich einfach spannend. Das sind junge Whiskys. Ne? Das sind drei, vier Jahre alt. 2010 bis 2014, 2013 abgefüllt. Aber was kosten die? Ich baue mich hier zu. Muss da irgendwie drüber gucken. Kriegen wir hin. Muss nur noch an mein Glas kommen. Ich sehe ja in der Kamera zum Glück das Bild. So.
Was haben sie gekostet? Und das finde ich jetzt, das ist wieder interessant bei der Auktion. Wir haben es mit einem Kilhomen zu tun. Einen spezielleren Kilhomen, okay, er ist verdammt jung. Alter, wir wissen, gerade bei rauchigen Whiskys manchmal ein bisschen überschätzt. Kilhomen, Originalabfüllung, Markier Bay. Ist ja so das Einstiegsprodukt, mit dem man die vergleichen kostet. Markier Bay kostet 40 Euro. Ne? Und der, das ist natürlich so ein Produkt, was dauerhaft zur Verfügung steht. Und die zwei, irgendwie stört mich das Glas da oben, ich glaube, fällt mir dann runter. Also Milton darf, solltet ihr euch mal angucken auf jeden Fall. Also wir reden jetzt über ein älteres Produkt, der ist 2014 auf den Markt gekommen, steht auch schon wieder 6-7 Jahre, ist so ein bisschen für mich auch so Geschichte von Kilhomen. Ne? Das sind noch die, bevor man so das Design, da ist ja vorne das Wappen nicht drauf, ich hole nur mal einen raus. Den, ist ja egal welcher. Also wir haben weder dieses Kilhomen-Wappen hier, noch ist dieser Korken so fett, noch haben wir hier unten diesen Fußboden, der so richtig dick ist von dieser Abfüllung. Und allein das finde ich schon super interessant, die mal irgendwann aufzumachen. Dann waren das so speziell und sie schmecken auch. Also ich habe den ja offen und habe mir den deswegen dann nochmal gekauft. Weil ich dachte, das ist ein schöner Whisky, man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Ja? Würde ich sagen, so heutzutage so ein 50, 60 Euro Whisky, das ist das Eiler, ne? In 46%. Wo kriegst du das? Ne? Was kostet? Markier Bay kostet wie gesagt 40 Euro. Ich würde den Markier Bay vorziehen. Der Sanai kostet 45. Also so um den Dreh erwarten wir es dann auch. Hier war es so, der Kilhomen Spring hat 51 Euro gekostet und 61. Wieder plus 5,10 Euro, 3 Euro, 1,90 Euro oder 6,10 Euro und so weiter. Also haben wir einen Endpreis von 61 Euro und 72 Euro. Ja, das ist für, wenn ich das jetzt im Vergleich sehe, Kilhomen Special Releases, die dieses Jahr rauskommen. Ja, es war ein Madeira-Fass. Haben wir es mit 99 Euro zu tun. Ja, das sind 100 Euro. Das ist eine Original-Special-Release-Abfüllung. Das sind auch Special-Release von damals. Also entweder ist Kilhomen das Dümmste, in das man investieren kann. Oder es wurde einfach zu viel produziert. Ne? Die sind verfügbar. Jede Auktion findest du die. Und ja, so ist es halt einfach. Ist auch vollkommen okay. Ich habe trotzdem Spaß dabei, die zu probieren. Und dann muss ich sagen, das ist ein Preis, eine gute Flasche Whisky, die hat halt ihren Preis. Ja? Und 50, 60, 70 Euro, also jetzt 60, 70, das finde ich noch vollkommen im Rahmen. Dafür, dass das Ding jemand irgendwie jetzt die letzten 6, 8 Jahre im Regal rumstehen hatte, also das ist lächerlich. Ne? Gut, ich weiß nicht, was sie gekostet haben, aber lass die 50 damals gekostet haben oder sowas. Also die haben keinen Wertzuwachs zugenommen, richtig, und die kann man aufmachen, trinken. Ich habe da Spaß dran. Das ist auch so eine Flasche, die kannst du an Tastings mitnehmen. Man kann darüber reden. Den hat nicht jeder zu Hause. Es ist einfach so ein bisschen was Besonderes und das für einen vernünftigen Preis. Es schmeckt. Also von daher finde ich, wenn man überlegt, heutzutage kommen dreijährige Torra Wake und was weiß ich raus, haben 100 Euro. Also keine Ahnung, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken, was ich vorziehen würde geschmacklich oder aus Interesse halber. Also diese Kilhomens, da bin ich einfach zu sehr Kilhomen-Fan auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein bisschen Whisky-Auction, was nehme ich mit, warum kaufe ich was? Wie gesagt, ich will mich jetzt hier auch nicht irgendwie beschweren über die Preise, was da passiert. Das ist einfach leider so ein Punkt, warum man auch dann nicht mehr zuguckt. Ich muss dann schon Lust haben, was zu bekommen und die Flasche hat mich irgendwie angesprochen. Dann habe ich die noch mitgeschossen, habe noch irgendwie darauf geboten. Dann nimmt das so seinen Lauf. Ihr kennt das mit Auktionen. Aber so richtig, dass ich sage, wow, da musst du jetzt auf die Auktion gehen, da kriegst du richtig die Schnäppchen, ist leider nicht mehr so. Also es ist einfach zu überrannt für das Angebot. Die Leute sind bereit, das zu zahlen, sich da auch ein bisschen was zu gönnen. Und es war bei fast allen Abfüllungen, die mich auch noch interessiert haben, die waren an einem Preisniveau, ich setze mir dann immer einen Preis, was würde ich maximal dafür bezahlen? Und dann geht man da nochmal drüber. Nein, natürlich nicht. Also ich gehe zumindest nicht drüber und dann sage ich, naja, das war's. Das ist es halt dann leider. Wenn man dann eine Flasche kauft und man will dann so Versandkosten sparen, dann denkt man, ach, dann zahle ich ja lieber 5 Euro mehr. Aber eigentlich ist es blöd und ich
neige dazu, das dann nicht zu machen. Ja, und dann im Worst Case wirklich mal mit einer Abfüllung rauszugehen. Jetzt waren es 5. Ist immer noch unglaublich viel und das kann man sich ja nicht jeden Monat gönnen. Deswegen muss man immer schauen, wann man das mal macht. Jetzt hatte ich wieder Spaß, die werde ich auch wieder öffnen. Es ist wie immer, alle kriegt man nicht auf und sammeln sich wieder ein paar und irgendwann öffnet man sie mal, aber ich finde es einfach spannend. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, tschüss.